Streifendienst 1 für Feld Sanitär kommen. Rein theoretisch, wenn der Patch nicht angenommen werden sollte, haben wir noch einen Feldmedic. Gut. Wurde angenommen, Chrissy. Hallo? Noch nicht. Okay, darf ich ganz kurz meinen Feldmedic anrufen, anfunken? Ja. Sicher noch, Chrissy. Super, danke schön. Ne, alles gut, ich mache keine Faxen, alles gut. Feldmedic für Gefreiter Over, Gefreiter Bernd kommen. Feldmedic hört. Folgendes, wir bräuchten Sie in Ihrer Anwesenheit, um den anderen Kameraden zu versorgen bei Postleitzahl 3037. Wir wurden hier gerade überfallen, aber bitte deeskalierend wirken, nur um den Kollegen und danach können Sie wieder abziehen, bitte. Alles klar, so verstanden sind wir. Wie lange brauchen Sie, bis Sie da sind? Welche Postleitzahl war das nochmal? 3037. Wir lassen uns hier mal weiter in der ersten Hilfe. Ja, supi. Und bei dem Airfield? Genau, richtig, bei einem Airfield. In der Garage stehen wir. Alles klar, bin ungefähr in 5 bis 6 Minuten da. Soweit verstanden, Dankeschön. Also der Feldmedic kommt. Sehr gut. Super. Wird dann wahrscheinlich im Crusader anfahren. Jawohl. Was können wir für euch tun? Ah, Jungs, ihr habt gerade unsere Jungs erfolgt und. Ach so, ja, also ganz ehrlich, darf ich ganz normal reden? Ja. Warte, ich mach mal wieder. Ich muss ja nicht schreien. Wir wollten eigentlich allgemeine Verkehrskontrolle machen. Also wir wollten da jetzt nicht irgendwie jemanden abfucken oder so. Deswegen. Wir haben durchgefunkt bekommen. Kommt alle her. Wir brauchen die Bundeswehr. Nimmt uns hoch. Was? Echt jetzt? Nein, Jungs. Ey, also wir sind Feldjäger, ja? Wir machen Fahrzeugkontrollen, Personenkontrollen. Mhm. Und wenn ihr nicht so befürchten habt, ganz ehrlich. Ja, leider hatten wir in dem Moment ziemlich viel zu befürchten. Okay, gut. Eure Jungs sind sicherlich entkommen, denke ich mal. Das sind die, die jetzt gefunkt haben. Okay, alles gut. Wir hätten deine Jungs eigentlich auch nicht bekommen. Also von dem her. Also wir wollen da nicht eskalierend wirken, wir wollen ja deeskalieren. Also wir haben da auch keinen Bock irgendwie eskalierend zu wirken. Weißt du, wie ich meine? Moin, Jungs. Ihr könnt die Waffen wegpacken, ja, also ihr könnt die Waffen wegpacken, alles gut. Wo sind deine Waffen? Hm? Wo sind deine Waffen? Meine Waffen? Wo sind deine Waffen? An meinem Körper. Okay. Dann gehst du jetzt dahinter ins Eck und legst deine Waffen ab. Legst sie auf den Boden. Ich würde sie nicht ziehen, ganz ehrlich. Ihr dürft mich gerne fesseln. Hm? Ihr dürft mich gerne fesseln. Das ist sehr unrealistisch, wenn er sie zieht. Er ist auch sehr kooperativ. Also ihr dürft mich gerne fesseln. Der Feldmedic kommt, kümmert sich um den Kollegen von mir. Und dann könnt ihr weiterziehen und wir ziehen weiter und alles easy. Weil wir haben keinen Bock auf Stress. Eine Stimmung, wenn ihr zu unseren Leuten geht und meint, ihr müsst irgendwie anfangen, Scheiße zu bauen. Nein. Bei unserer Arbeit stören. Nein. Also, ich erzähle euch die Geschichte. Wir sind hier Streife gefahren. Einer von euren Jungs ist uns entgegengekommen. Wir sind umgedreht. Wollten die Verfolgung aufnehmen. Wollten eigentlich nur eine allgemeine Verkehrskontrolle machen. Und mehr nicht. Ja. Also, wir hatten da jetzt auch keine Absicht. Wir haben aber von Schüssen gehört aus eurem... Ja, richtig. Weil ich es gecallt hatte, weil die geflüchtet sind. Deswegen, aber wir hätten euch eigentlich rein theoretisch auch nicht bekommen. Deswegen. Und hättet ihr sie bekommen? Dann hätten wir ganz normal die Verkehrskontrolle durchgezogen und hätten gefragt, warum sie geflüchtet sind. Nachdem ihr geschossen habt, würdet ihr erstmal eine normale Verkehrskontrolle machen? Genau, richtig. Also ich habe keinen Bock zu eskalieren oder so. Dauert ihr dann geschossen? Weil sie nicht angehalten sind, deswegen. Sie haben nicht angehalten, sie wollten sich eskalieren lassen, aber sie schießen.
Ja. Der ist doch ein Widerspruch in sich, oder nicht? Wow, also wirklich die Doppelmoral der Bundeswehr. Einfach typisch. Erst Ja. schießen, dann denken. Nein, 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 so nicht. Ja, aber so ist es gerade passiert. Nein, ist es nicht. Ich habe Wir gesagt, können wir nicht haben einfach übers so. Mikrofon. Ja, recht. Ja, wir dürfen ja Warnschüsse in die Luft geben, oder? Warnschüsse in die Luft? Ja. Du meinst, wir knallen sie in die Luft und danach knallen wir auf euch, oder wie? Nee, aber wir dürfen sie ja trotzdem irgendwie versuchen anzuhalten, oder? Wenn es mit dem Mikrofon nicht funktioniert. Oder was hätten wir an eurer Stelle, also was hättet ihr an unserer Stelle gemacht? Oder an meiner, weil ich habe ja das Mikrofon. Den Dienst gequittet, einfach gelassen. Ich hätte nichts gemacht. Okay. So. Ich sag's dir jetzt. Also, obwohl, nee, warte, ich sag's deinem Kollegen jetzt nicht mit. Schau mal, Merrick. Merrick. Ja. Muss sagen, du hast eine sehr stabile Uniform. Die gefällt mir. Ich bitte dich, versuch doch einmal, dem Manny mit hochzuhelfen. Wir haben schon erste Hilfe geleistet, Okay. aber hoffentlich schafft was. Sind Feldmedics eigentlich auch bei der Bundeswehr? Ja, richtig. Gehört, der ist neu eingestiegen, oder? Genau, richtig, richtig. Vom MD. Richtig. Der schafft das, der ist ein starker. So. Alles klar, jetzt überlebt. Sehr schön. Perfekt. Oder schönen guten Tag wünsche ich dir. Guten Abend. Guten Abend, wie fühlst du dich? Bestens. Bestens. Ja. Was ist dir denn passiert? Erzähl mir nochmal. Was passiert ist? Weiß ich nicht genau. Ich weiß nur, dass mich irgendwas gekitzelt hat. Und dann bin ich umgekippt. Gekitzelt. Okay. Ja. Gut. Also, du und dein Kollegin, ihr seid durch die Gegend gefahren, keine Ahnung. Bundeswehr. Hier, du vor mir. Wie heißt ihr denn? Ich möchte dich mit deinem Dienstregen ansprechen. Was bist du für ein Dienstregen? Obergefreiter. Obergefreiter Landesgefreiter. und Gefreiter. weiter. Gut. Gefreiter, was sind eure Aufgaben? Was unsere Aufgaben sind? Was sind eure Aufgaben? Wir sind Feldherren. Wir patrouillieren nur im Norden. Was patrouilliert ihr da so? Fahren auf Streife, machen ganz normale Verkehrskontrollen, auch an Zivilisten, nicht nur jetzt an uns Bundeswehrleuten. Je nachdem, wie viele da sind, auch Routen stürmen, Präsenz zeigen. Routen stimmen. Richtig. Das ist auch ein schöner Punkt. Das ist Ich halt mal unsere nehme das doch Aufgabe mal. der Feldjäger, Zivilisten zu kontrollieren. Wäre ja ganz neu, oder? Muss ich jetzt wieder das alles erklären? Muss Ich ich da, wäre jetzt also. nicht so genervt, seit wann wird die Bundeswehr im Inland eingesetzt? Ihr könnt eure Leute kontrollieren, das könnt ihr ja gerne machen als Feldjäger. Europa, ja, da verstehe ich dich vollkommen, aber hier im Staat dürfen wir im Norden ganz normal auch Zivilisten kontrollieren. Okay. Ich habe bloß ein kleines Problem damit. Es hieß Routen stürmen. Bin ich jetzt Wenn. nicht ganz einverstanden damit? Ja, darf ich ganz kurz zu Wort kommen? Was, Gefreiter, sprechen Sie? Also, folgendes. Wir dürfen die Routen stürmen, wenn wir gewisse Mannstärke haben. Ja? Wenn wir jetzt aber, wenn wir zu wenig sind, dürfen wir es nicht mit einem Obersten, ja? Also, dann sind wir gezwungen, als Feldjäger entweder Streife zu fahren, ja? Oder am Nordtor rumzupimmeln, ja? So, da wir uns gerne auch ein bisschen die Beine vertreten wollen und auch hier ein bisschen im Norden ein bisschen Präsenz zeigen wollen, so wie es die Polizei im Süden macht, weil wir ja unten nicht agieren dürfen als Feldjäger, nehmen wir dieses Terrain, halten uns aber auch, weil wir so wenig Leute sind, so wenig Mann momentan gerade um die Uhrzeit, zurück und verführen eigentlich quasi allgemeine Verkehrskontrollen durch. Ich habe kein Problem mit allgemeinen Verkehrskontrollen. Ich habe Und kein Problem. Personen durchsuchen nicht unbedingt. Es kommt drauf an, ob sie verdächtig sind oder nicht verdächtig. Das ist Ansichtssache, ja. Ich bin jetzt auch nicht so drauf auf Leute durchsuchen. Ja, entweder sie kriegen eine kleine Strafe, weil sie zu schnell gefahren sind. Mehr habe ich auch keinen Bock. Weißt? Also, ich bin kein Mensch,
Er sagt, ihr dürft keine Verkehrskontrollen machen. Was zieht ihr für eine Scheiße an den Grenzposten ab? Was ist das? Was wird das da? Was für Beispiele? Beispiele? An den Grenzposten bewaffnete Fahrzeuge. Bitte? An den Grenzposten stehen bewaffnete SUVs. Warum? So Panzer, keine Ahnung. Panzer nicht, sondern eher Dingos, ja. Dingos dürfen nicht auf Personen agieren, sondern nur auf Fahrzeuge, vorgeschrieben, nur auf Reifen. Mehr dürfen sie nicht agieren, um Schutz zu zeigen. Mehr nicht. Okay, okay, okay. Okay, okay. Ja? Okay, gut. Also folgendes. Euer Aufgabenbereich hat mir ganz gut gefallen. Ist ja wunderschön. Verkehrskontrollen könnt ihr machen. Personenkontrollen könnt ihr machen. Routen stürmen nicht mehr. Tret nicht nur von euch beiden. Ich rede vor der Bundeswehr. Okay, mit wem habe ich hier jetzt gerade das Vergnügen, wenn ich fragen darf? Das lassen wir es aber mal im Raum stehen. Ja, nee, weil es geht ja darum, ich weiß ja nicht, wo ich sie hinstecken kann, welches Kartell oder was, in welcher Familie, weil im Endeffekt hat unser General es zu entscheiden, was wir machen und was wir nicht machen dürfen, ja? Dafür haben wir gelobt. Genau, richtig. Da verweigern Sie diesen Befehl. Nein. Warum nicht? Wenn wir beide uns dann vor das Kriegsgericht sehen, dann können wir das ja so gerne aushandeln. Aber ich werde das bestimmt nicht machen, einen Befehl verweigern. Richtig. Okay. Nächstes Mal, wenn ich Sie auf einer Route sehe, kreuzige ich Sie. Ja, wie gesagt, da ich nicht weiß, mit wem ich rede, kann ich auch meinen General leider nichts ausrichten. Mhm. Na, ich werde, Sie müssen ja nichts aus. Sie sagen einfach, dass Sie jetzt beschließen, auf keine Routen mehr zu gehen. Und ne, alles gut. Haben wir leider keine Befugnis dafür. Keine Befugnis dafür, okay. Ja, meine Stimme zählt so viel wie Ihre Familie quasi, also die unteren. Ich weiß ja nicht, ob Sie gleichgestellt sind oder nicht gleichgestellt die sind. Unteren. Genau, wie die untere Schicht eigentlich im Endeffekt. Also mein also... Sie wissen, was ich meine, oder? Die unteren. Ich glaube, da möchte jemand das Gras von unten sehen. Hier da hinten. Hier ist ein niederes Volk. Habt ihr mich verstanden? Nein. Das ist nicht das Volk Berlins. Das ist ein aufgeheizter Pöbel. Oder wie kann ich das verstehen? Nein. Sondern meine Stimme zählt eigentlich im Endeffekt in meinem Militär nicht. Ja, ich muss genauso meine Rangkette einhalten. So meine ich das. So wie Sie eventuell, also jetzt nicht auf Sie, sondern eventuell eine andere Gang oder Kartell. Wenn jetzt ein neuer Anwärter da ist bei Ihnen, der hat, denke ich mal, auch nicht so viel sofort zu sagen oder zu befehlen. Das meine ich damit. Na, Schastow, richten Sie das hier im General aus. Ihnen wurde gesagt, erstmal, wenn die Bundeswehr auf einer Route ist, wird die Bundeswehr, die jeweiligen Soldaten, gekreuzigt. Richten Sie das einfach so aus. Da sind Sie gespannt? Ja. Warum? Ja, ich sehe gerade hier nur 6 Leute. Die Bundeswehr hat, ich glaube, das 10-fache hiervon. 10-fache, 60 Leute. Ja. Und wo sind die? Sieht mir jetzt gerade. Alles sieht mir jetzt gerade hier nicht so gut aus, sage ich ehrlich. Ne? Also, mein Kollege da hat vorhin erzählt gehabt, wenn wir nicht so viele sind, beziehungsweise wir sind jetzt gerade zu zweit unterwegs, dann fahren wir auf Streife oder sind halt bei uns in der Kaserne am Nord- oder Südtor. So. Wenn wir aber genug Leute sind, was heute ja nicht der Fall ist, dann sind, je nachdem, was der General halt befiehlt, auch auf dem Weg zu Routen. So, und das sind bestimmt nicht 3 oder 4 Leute, wo wir dann auf Routen gehen. Weil wir wollen ja auch unser Leben schützen im Endeffekt. Das ist, ich sag mal, wie gesagt, sind auf jeden Fall das 3- oder 4-fache hier von was gerade hier steht. Sie denken wirklich, wir verplempern unsere Zeit mit Ihnen zwei, mit unserer gesamten Familie oder was? Also keine Ahnung. Das ist also gerade tut ihr gerade eure Zeit mit also, zwei. Ja, aber doch nicht mit, also, mit der gesamten gerne, Familie. Ich möchte Sie haben, bitte in einem ordentlichen Ton, ja. Und zum anderen, wenn ich Sie jetzt hier habe, Sie können gerade nicht arbeiten. Und keine Ahnung, ich habe irgendwie gerade ein bisschen Lust, hier noch länger zu haben. Weil währenddessen können meine Leute ohne Probleme arbeiten.
Also das ist schon geil, ne? Ich bekomme mein Gehalt auch nur durchs Rumstehen gerade hier. Mhm. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussieht. Ja? Ja, dann lass uns doch in den Urlaub fahren, oder? Wie wär's? Ich weiß ja nicht, also ich sag mal so, ihr seid ja auf jeden Fall ein Kartell, so wie es aussieht, mit den Hüten und mit den Bandanas und alles. Ja, da mit den Flags, mit den Flags, genau. Flags, ist nur Flag, okay. Bro. Tut mir leid, Bro. Da ich... Hallo, ordentlicher Ton. Es war ein ordentlicher Ton, also Bro sehe ich nicht als Beleidigung. Aber ich möchte gesiezt werden, genauso wie damals, meine Leute. Da ich damals auch in, ich sag mal, schlechtere Zeiten in meinem Leben hatte und Vize von einem Biker-Club war, weiß ich ja, wie das hier abläuft und ich weiß, dass eine Bad-Fraktion, ich meine, deren Gehalt ist ja ein bisschen, naja, nicht so erwähnenswert, ne? Hm. Hm. Und trotzdem haben wir alle deutlich mehr auf dem Konto als sie. Okay. Ja, das also, jetzt hört mich an, Geringverdiener, hört mich an. Die Bundeswehr startet wohl somit eine Aufruhr. Laut der Bundeswehr seid ihr also, naja, relativ, ja, in niederen Lebensumständen. Ich kann ja mal kurz die anderen fragen, was sie davon halten. Du, Chef, wie ist das denn? Wie sind denn unsere Lebensumstände? Sind wir wirklich in so einer niederen Gesellschaft? Wie weit am Boden sind wir denn? Kannst du mich da mal erläutern, bitte? Okay. Vielen Dank. Ich habe einen Fick dich aus dem Funk gehört und noch einen so einen Spruch und es gibt eine Kugel. Wir wollten sie ja nicht damit jetzt nicht anfeinden. Wir wollten es eigentlich nur ganz normal erklären. Was als Geringverdiener bezeichnet. Und ich höre gerade aus dem Funk, kreuzige ihn. Und ja, ich habe gerade immer wieder diesen... Na dann. Sei nicht aufs Flugfeld. Ich würde sagen... Wie? Warte mal. Entschuldigung? Also ich würde sagen, wir stellen sie an die Wand. Oh. Entschuldigung? Also reden Sie mit mir? Ja. Okay, dann können Sie es nochmal bitte wiederholen. Entschuldigung? Aber ich würde es mir überlegen, um ehrlich zu sein. Nee, also ehrlich gesagt, Sehr korrekt verhalten, dann muss ich tatsächlich sagen. Bei Ihnen ist es ja kein Problem. Also ich möchte gerne meine Leute hier heile raus haben. Sie gehen ihren Weg, wir gehen unseren Weg und dann sind wir damit quitt, wissen Sie. Ich bin doch heile, das ist doch kein Problem, machen Sie, da müssen Sie sich keine Sorgen machen. Und um Ihre Kollegen oder um Ihre Familie finde ich sehr lobenswert erstmal. Können Sie auch gerne Ihren Chef oder Ihren Don ausrichten, dass der vielleicht mal anderweitig belobt werden sollte, da er erste Hilfe geleistet hat gegenüber meinen Kameraden. Wissen Sie, was ich meine? Ich höre, dass so ein kleines Finger in den Arsch stecken. Nee, negativ. Nee, so meinte ich das nicht. Nein. Weißt du, was mich halt ein bisschen geärgert hat, sein Kollege? Mein Kollege hat jetzt ein bisschen reingeschissen, weil mich das Geringverdiener abstempeln und dann, die weiß schon, diese ganze Frechheit. Und das Problem ist, ich habe lange nicht geschlafen. Ich auch nicht? Ich bin schon sehr lange auf den Beinen und ich habe auch sehr viel gearbeitet. Ich habe in den letzten 24 Stunden 3 Millionen verdient und muss sagen, das ist wahrscheinlich mehr. Also der hinter mir wohl vermuten, was hat zu glauben, oder? Exakt. Ich denke mal... Wie sieht's auf dem Konto aus? Kannst du mir das zeigen? Zeigen? Kannst du mir das zeigen? Knapp 400.000. 400.000, okay, gut. Ja, aber darf ich ganz kurz? Also, ja. Jeder weiß, dass die Bad Facts natürlich mehr Gehalt haben und Geld machen, okay. Ja? Oder die Familien, ja. Ist ja klar, dass die mehr Geld machen. Im Endeffekt sind wir als Staat Geringverdiener, ja. Ist ja auch logisch gesehen. So habe ich gedacht, dass er das so auslegt. Oder so zum Verstehen gibt, im Endeffekt. Die Herren können eigentlich im Endeffekt die Waffen runternehmen, weil sie sind ja, wir haben keine Waffen gezückt. Also. Na, warte, bevor wir das machen. Ja. Mich würde nur noch mal interessieren. Hätten Sie dann sonst noch irgendwas, was für mich interessant ist? Weil ich würde es natürlich auch noch gerne mit irgendeinem Gewinn hier ausgehen, außer mit einer schönen Kreuzigung am Ende.
die ich mir vielleicht auch nochmal durch den Kopf gehen lasse. Ich weiß nicht, Zeitaufwand, weil es ja Todesurteil verfassen, obwohl die, das kannst du vielleicht machen. Haben sie irgendwas? Keine Ahnung. Magazine, gerne. Nehmen alles. Alles, was sie haben. Was hätten sie vielleicht irgendwas Interessantes für mich? Oder sie vielleicht? Weil ich bin Händler. Lassen Sie mich ganz kurz gucken. Ich bin Hehler, ich bin Händler. Ja, darf ich gucken? Ja, klar. Gut. Ich muss noch kurz was essen, wenn es in Ordnung ist. Ja, Sie auch mal was essen, ne? Wenn Sie sagen, Essen ist nötig, essen Sie was, ja. Okay. Na, Sie ja nicht anlassen. So. Jesus wurde sein letztes Abendmahl auch geduldet. Also. Also. Ich kann ihn. Ja, jetzt kommt's. Meine Magazine übergeben und eine Wodka. Ist das in Ordnung? Wir haben sie nicht. Wir haben nicht mehr. Ich habe nur 48 Magazine. Und hatte meine Waffen und ja, Schutzwesten. Schutzwesten? Schutzwesten ist ein gutes Thema, die können Sie mit rausnehmen. Okay, Magazine und Schutzwesten. Ja, wir entscheiden uns für eins, okay, Jungs? Wir entscheiden uns für eins. Nein. Machen Sie uns vor, dann nehmen wir alles. Warte, okay. Wir entscheiden uns für eins. Mhm. Schutzwesten oder Magazine? Und dann kommen wir heile raus und Sie gehen Ihren Weg und wir gehen unseren Weg. Beides und ich kreuzige deinen Kollegen nicht. Ich gebe ihm beides. Ja. Okay. Und wir gehen getrennte Wege. Ich habe meine Männer rausgeholt und sie. Bitte auf das Zeug auf den Boden legen. Jawohl. Leute, ihr nehmt das. So, aber hast du irgendwas, was für mich interessant sein kann? 36 Magazine und 3 Schutzwesten. Mhm. Nehmt die Magazine. Und die Schutzwesten nehme ich auch gerne. Einfach auf den Boden legen. Einfach auf den Boden legen. So schwer ist es gar nicht. Ne? Und im Endeffekt, aber Vorteil, ich kreuzige euch jetzt nicht, das passt doch. Also, Bundeswehr, bitte. Ich sag euch das nochmal. Es wird sonst Krieg geben, immer wieder, mit Routen eins hin und her. Würde gehen, aber lass es. Ist nicht wert. Oh Gott, tut mir leid, von und so. Also, wir wollen ja hier keine riesen Aufruhr starten und was weiß ich, ne? Das heißt, wir gehen jetzt alle getrennte Wege, wir gehen nach Hause, wir kriegen keine Hosen, wir kriegen keine Probleme. Es sei denn, ihr kommt uns wieder auf eine Route besuchen und wie gesagt, ich habe echt keine Lust, dass irgendwann dazu kommen muss, aber sonst muss ich jemanden kreuzigen. Und das Problem ist, dass ich das kann. Habe ich schon bewiesen, okay? Also, ja, darf ich aber ganz kurz noch was sagen? Ganz kurz, gegeben zu Obergefreiter und gegeben zu Gefreiter. Mhm. Yep, passt, okay. Okay, wir wissen ja selber nicht, wer sich gerade momentan auf irgendwo was befindet. Ja. Deswegen, wie stellen Sie sich das vor? Wissen Sie, was ich meine? Also, jetzt, es soll jetzt nicht frech klingen oder so, aber das ist jetzt meine normale Frage, rein theoretisch gesehen. Also im Sinne von, wie wissen wir denn, dass wir da nicht hin sollen, wo sie hin sollen? Genau. Mhm. Ja, das stimmt auch wiederum, ja. Sie lassen die Routen in Ruhe. Okay. Das ist der einfachere Weg, oder? Mhm. Keine Ahnung, wenn sie die Routen in Ruhe lassen, ich denke, dann haben sie am wenigsten Probleme. Ich habe mit meinen Leuten am wenigsten Probleme und vielleicht so die ein oder anderen Gangs oder so. Mhm. Cool. Ja, ich werde es. Nein. Ich hätte doch noch was. Hm. Ich kann Ihnen einen Tipp geben. Ja, stimmt. Wir sagen Ihnen mal, wo die Crackrouter ist, ja? Ich gebe Ihnen da mal einen Tipp. Weil die Crackrouter von mir aus das Ganze machen, das ist kein Problem, das juckt mich nicht. Die Crackrouter, kannst du dir mal erklären? Hm. Haben Sie eine Karte dabei? Es passt nur auf was gefahren, jetzt geht's los. Ja. So. Ich sag Ihnen sogar genaue Angaben. Unten sehen Sie einen Totenkopf, der ist in Richtung des Hafens. Der heißt Midnight. Wissen Sie, wo die Midnight stationiert sind, in dieser alten Fabrik? Wissen Sie? Ah, genau. Die vor der Brücke. Genau, das ist die Midnight. Diese Leute besitzen die Crackroute. Und wenn Sie von dem Totenkopf aus links fahren. Also von dem genau. von dem grauen Totenkopf links rüber, ja? Genau, dann nach 10.101. Da ist so eine riesige Halle. Da sollte auch ein Boot drin sein, glaube ich. Moment.
Also 10101. Ja. Da. Etwas drüber ist 199. Genau bei diesen Nullen circa ist der Verarbeiter von diesem Crack. Okay. Und da ist die Midnight-Fraktion täglich. Okay. Wir haben da auch schweres Geschütz und sowas, also da sollten sie mal ein bisschen drauf achten. Ja, das Problem ist aber, Leute, genau richtig. Und wie es der Kamerad von mir erklärt hatte, dürfen wir in der Stadt da nicht agieren, das ist das blöd. Also, warte aber kurz mal bei der Stimmung einer Hut dabei. Hab ich gesehen. Ja, zur Beihilfe, ja. Aber wir nehmen den Tipp gerne an, so ist es nicht. Ich werde das auch gerne nach oben weiter dran. Intern. Nee, nicht. Wir machen unseres im Endeffekt rein theoretisch gesehen, die machen ihr Ding. Deswegen, also ich würde es meinen Vorgesetzten in der Leiter weitergeben. Was er daraus macht, kann ich nicht die Hand dafür ins Feuer heben, ja. Aber ihr Angebot ist wirklich sehr lobenswert, was sie jetzt hier uns anbieten. Und ich würde das dann auch so annehmen. Perfekt. Ich würde jetzt mal ganz kurz schauen. Zinnbrigade. Ja, okay. Gut. Nee, dann würde ich sagen, wir sind doch soweit zufrieden, Mensch. Dann fahren Sie nach Hause. Haben Sie noch einen schönen Abend. Danke. Also, wir müssen uns dann doch nicht unnötig Stress machen. Und wie gesagt, es muss zu keiner Kreuzigung kommen. Richtig. Muss zu Schaden kommen, okay? Richtig. Das ist jetzt wieder eine Androhung, Jungs. Aber wissen Sie, was die Leute an der Grenzen, unsere Kameraden an der Grenzen machen, das ist nicht das negativ. Ich halte mich von den Grenzkontrollen fern, weil ich das nicht mag. Machen Sie es nicht. Die Leute an den Grenzen werden meist gekreuzigt. Nein. Entschuldigung. Die Leute an den Routen könnten in Zukunft vielleicht gekreuzigt werden. Das ist eine Spekulation, die ich aufstelle. Ne? Aktien, das ist ja dasselbe. Ich lege mich nicht fest. Okay. Machen Sie Grenzkontrollen? Teilweise. Auf eigene Gefahr. Gut, Jungs, ich denke, wir sind fertig. Also gut. Mensch, euer Auto steht da vorne noch in der Halle, ne? Ja. Ich denke, das hat ein bisschen was abbekommen. Egal, macht euch einen schönen Feierabend, geht eins offen und habt ihr noch irgendwas zu sagen? Ja. Können gehen. Sehr stabil. Ja gut, dann sehr schönen Feierabend euch noch, ne? Alles klar, Ihnen auch. Ey, warte ganz kurz. Jungs, die Waffen bleiben drin. Wenn ich jetzt eure Waffen sehe. Nee, ich hab keinen Bock. Nein, ich hab keinen Bock drauf. Wieso habt ihr zwei verschiedene Autos hier? Ach, der eine ist vom Medic, ne? Ja, genau, den habe ich dazu geholt. Um den Kameraden zu retten. Hey Jungs, ist es okay, wenn ich jetzt mit euch mitfahre? Ja, dann schließt bitte deinem Fahrzeug ab. Oder könnt ihr es kurz kaputt machen? Wäre das in Ordnung? Ich danke Ihnen. Guten Tag Ihnen noch. Ebenfalls. Steig hinten rein. Okay. Jeder auf 3 Meter? Ja. Gut. So, ab zur Kaserne. Fahr über Norden. Also über Norden hoch. Red mal in der Kaserne. Oh mein Gott, das ist gar nichts für mich, den Leuten so in den Arsch zu kriechen, ne? Ja, ich weiß, aber du musst dein Leben schützen. Ja, Leben schützen. Ich sag dir ehrlich, in Europa würde ich genauso reagieren wie jetzt. Entweder ja. Er tut's oder tut's nicht, Punkt. Er hat eine Knarre, ist vor mir, was soll ich noch Großartiges machen? Soll ich ihn auf die Knie gehen, den noch einen blowen oder was? Nö.